The treasure map is not secret anymore. It's mine. Okay, komm, dann gucken wir jetzt mal, dass wir uns das jetzt holen können. Heißt nochmal raus. Ciao. Ich war zwar immer erst draußen, aber ich komme gleich wieder. Ich habe noch was zu erledigen. Und das rein theoretisch, wenn ich die Karte richtig gedeutet habe. Hier. Okay. Now I have a map to the Maze of Doom. Dann betreten wir sie mal. Die Höhle des Grauens. So, wir können nach links oder nach rechts gehen. Ich sage, wir gehen nach links. Ich bin nämlich fast der Meinung, ich hätte mir das irgendwie merken sollen. Wir gehen hier gerade so ein bisschen, wenn ihr seht, muss man wahrscheinlich die richtige Kombination finden. Ich glaube, wir haben es gefunden. Voll schön. So, dann hol dir deinen Schatz. I forgive you, Mother. I can hear you. And I love to be near you. But every road leads to an end. Yes, every road. Again, you'll never see us again. Pretty. I miss Mom's smile. Sie wird immer für dich lächeln. Das heißt, wir haben den Secret Schatz, haben wir auch. Schnee den Schneebeschwörer können wir noch zerstören. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich unsere volle Power. Und ich will endlich diese Maske finden. Verdammt! Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich die Autoschlüssel von Dad, um das machen zu können. So, gucken wir mal. Irgendwo muss ja unsere Maske noch sein. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass hier hinten das noch sein muss. Irgendwie. Hm.
Weil alles andere haben wir sonst abgesucht. Ich wüsste jetzt nicht, wo die noch sein könnte. Vielleicht im Bad noch irgendwo. Das ist ja auch voll geil. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? Wir werden Mantroid vernichten. My message is that Mantroid will never win. And I will find you, and I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. I wonder when I can start to shave. Superheroes shave? Glaub mir, das möchtest du nicht. I can't fight Mantroid until my costume is done. Das möchtest du nicht so schnell. Ja, haben wir uns natürlich wieder eine Aufgabe gestellt. Damit, dass wir jetzt noch finden müssen. Verdammt. I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. Ich glaube, im tiefsten Innersten tut er das auch. Er kann es vielleicht noch nicht so zeigen. Jawoll! Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Wir wissen alle, was jetzt kommt. No one will guess my secret identity now. Sieht schon geil aus. My suit is almost ready. So, jetzt. Now that's a superhero. Jetzt sind wir ein Superheld. Ich habe die ganze Zeit nach einer Maske gesucht, die ja auch eine Maske ist. So, was sind jetzt unsere Aufgaben? Unser Kostüm ist komplett. Aber noch nicht abgeschlossen. Mmm, chocolate. Thanks, Claire. So, den Schrank können wir schließen. So, wir müssen bestenfalls noch rausfinden, wie wir das Telefon von ihm öffnen. Brauchen wir den PIN-Code. I hate seeing him like this. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Aber, naja. Wenn man die Möglichkeit hat. Ich hoffe, wir machen jetzt nichts Unüberlegtes.
I wonder if Dad will teach me how to drive. I hope Dad doesn't get in trouble because of me. Ich bin Dr. Tamra, Foreman von Beaver Creek Sozialamt. Als Repräsentant der Grundschulbezirke in diesem County würden wir es begrüßen, wenn Sie mit Ihrem Sohn Chris Erickson zu einem Treffen am Montagnachmittag um 14.15 Uhr in der örtlichen Behörde 2775 Water Street erscheinen können. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie unser Büro bitte. Okay. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Okay, was fehlt denn noch? Wir haben doch alles. Wir haben doch alles. Ich weiß doch nicht mal, was uns fehlt. Wir haben die Maske. Das ist jetzt echt strange. Was fehlt uns denn jetzt noch? Wir haben die Autoschlüssel. Ich schau erstmal aus. Irgendeine Art Interaktion mit... Müssen wir nochmal ins Bad? I wonder when I can start to shave. Superhero shave? Ich frag mich, was wir noch machen müssen. Ich bin gerade ein wenig ratlos. Das Superheldenkostüm ist eigentlich fertig. Does that suck? Nope. Was könnte uns jetzt noch fehlen? Every superhero team needs a supervillain team. Ich bin gerade etwas unschlüssig. Okay, Leute, damit ich euch jetzt hier nicht 10 Jahre mitnehme, sage ich einfach mal, wir machen jetzt mal hier einen kleinen Cut bei... Und sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Ciao. So, hallo liebe Freunde und willkommen zurück. Ich habe jetzt mal ein bisschen gesucht und habe 2 Sachen rausgefunden. Nämlich erstens hängt ganz unscheinlich der Garagenschlüssel direkt hier. Das heißt, das letzte Stück vom Puzzle haben wir gefunden. Und ich weiß auch, wie wir das Handy jetzt entschlüsseln können. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Das sind die Zeichen für Hot Dog. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, ja, als die gute alte Tastatur, die wir damals hatten. Ich habe mir das vorhin auch mal ein bisschen aufgeschrieben, weil es halt doch ein bisschen schwieriger. Ne, das ist dann die 4, die 2, die 9, die 8, die 3, die 2, die 9 und die 4. Yes, I can hack any system. Yeah, das kannst du. Let's start. Oh Gott, jetzt müssen wir das selber spielen. Drücke A, um abzusenken. LOL! Thank you.
Ah, nein. Jetzt will ich aber den Highscore knacken, also das geht ja jetzt überhaupt nicht. Ich feiere das gerade. Verdammt! Ich will diesen Highscore knacken. Das Spiel ist so schön blöd, aber es ist so geil. Es ist echt so dieses typische Smartphone-Spiel. Nein! Ah. Das kann doch nicht sein! Über dieselbe Kackvogel! Okay. Gut, ist aber einfach voll geil. Ich frage mich, ob es ein Easter Egg gibt oder irgendwas Besonderes, wenn wir den Highscore knacken. Komm, wir versuchen das jetzt einfach. Es ist ja egal. Wir haben Zeit. Das Spiel ist sowieso nicht ganz so, ist sowieso anscheinend nicht ganz so lang. Also machen wir uns hier einen Spaß draus. Ah, verdammt. Kommt so dieser Flappy Bird-Effekt auf, wisst ihr? Ich will das jetzt aber unbedingt schaffen. Ich meine, ich will mich jetzt ja nicht zu Tode quälen, damit dass ich 3000 Anläufe brauche, um das zu schaffen. Aber zumindest versuchen, ein bisschen in die Nähe von dem Highscore zu kommen, möchte ich schon. Aber es ist auch geil. Ich find's gut. I would love to see Hot Dog Man team up with Captain Spirit. Schön. Okay. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Jetzt gehen wir daran. Jetzt müssen wir nämlich in die Garage. Das auf jeden Fall. So. Denn anscheinend ist da noch etwas, was uns ganz, ganz dringend erwartet. Huh? What made that noise? Das ist eine gute Frage. Gibt es einen Lichtschalter? Ja. An damit. Kombinationsschloss. Oh. Okay. Gucken wir mal, ob wir einen Hinweis darauf kriegen. Ordner. Mom and Dad always talked about how they met at school. Nachbarschaft im Blick. Sportler und Künstlerin. Beurteile zwei Bücher nie nach ihrem Einband. Das ist das Motto dieses kuriosen Pärchens aus Eugene. Beide schlagen Wellen in ihren jeweiligen Gebieten und deshalb stellen wir sie in dieser Ausgabe von Nachbarschaft im Blickpunkt vor. Emily Wade,
ist eine Comicbuchzeichnerin, deren geistreiche Werke über ihr merkwürdiges Leben in Print und Web erschienen sind. Auch auf den Seiten dieser Zeitung. Sie hasst laut eigener Aussage alles, was mit Sport zu tun hat. Und ist doch verlobt mit Charles Erickson, einem lokalen Basketballstar, von dem man munkelt, er würde bald von den Oregon Ducks hören. Ironischerweise lernten die zwei sich in einer Bücherei kennen und fanden die wahre Liebe zwischen den Bücherstapeln, während sie gemeinsam für die qualvollen Abschlussprüfungen lernten. »Ich bin Mathe, sie ist Kunst«, sagte ein erröteter Charles, eindeutig ein verliebter Mann. Was ein dieselbe Sache ist, nur von verschiedenen Seiten, fügt Emily mit warmem Lächeln hinzu, während sie die Hand ihres frischgebackenen Verlobten hält. Oh. It was weird having my mom as my kindergarten teacher, but fun. Oh. Das ist auch mal was anderes. My first picture. Oh. Looks so tiny and weird. Maybe I'm an alien baby. This is where Mom went to school before we came here. Ach, hör auf. Als Direktor der Blackwell Academy wollte ich Ihnen persönlich schreiben und Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung des Kunstprogramms an unserer angesehenen Schule danken. Wir stellen Ihre Arbeit immer gerne zusammen mit den Werken anderer der langen Liste an Alumni aus. Wir alle hier erinnern uns gerne an Sie. Danke, dass Sie an uns denken. Wir hoffen, dass Sie uns bald besuchen, um selbst zu sehen, wie Ihre Spende unsere Träume am Leben hält. Direktor Ray Wells, Blackwell Academy, Arcadia Bay, Oregon. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Ach, schön. Emily. Mom didn't go to art school because of me. But she was already an amazing artist. Liebe Emily, wir erhielten deine Bitte um Exam-Trikulation. Oh Gott, das ist auch ein leichtes Wort. Und wollten dir zuallererst zu deinem bevorstehenden Kind gratulieren. Obwohl wir uns sehr für dich und deine Familie freuen, tut es uns auch leid, dass wir eine unserer vielversprechendsten Künstlerinnen und Studentinnen verlieren. Deine einzigartigen und geistreichen Illustrationen haben auf dem Campus und in der Uni-Zeitung Anklang gefunden. Also hoffen wir, mehr von deiner Arbeit in Zusammenarbeit mit uns und anderen zu sehen. Wenn du bereit bist, wirst du hoffentlich in Erwägung ziehen, an die Eugene State zurückzukehren, um dein Kunstdiplom zu absolvieren und uns weiter zu inspirieren. Falls du Fragen haben solltest, kannst du uns jederzeit kontaktieren. Alles Gute, Professor D. Jennings. Oh, wow. I remember when Mom drew that. And Dad couldn't stop laughing. Good night, handsome. Step 2, flup. Das erste Mal zusammengeknirscht. Das zweite Mal zusammengeknirscht und gehalten. Honey, you got in code again. I told you to eat more fruits. Mhm. Ja, ja, jeder kennt das. Das kennt wirklich jeder. I don't get this one. I'm too young. Oh. Oh. Isn't it your turn, Mr. Officer? What's up, buddy? Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Gucken wir mal, ob wir noch was finden. Also hier an sich finden wir nichts. Da ist noch die Sprühfarbe. Don't worry. Now I can color Captain Spirit just like my drawing. Komm, benutzen. Oh! Ah!
Wunderschön.